Das ist jetzt hier die größte freihängende Brücke und die verbindet die Schweiz mit Frankreich. Und das ist die Frau, das ist meine Gastgeberin. Und wenn ich hier so rüber schwenke, das ist der Rhein. Und da sehe ich hier den blauen, mit dem ich vorgestern oben war. Wo es dann beim Abstieg so geregnet hat. Da drüben ist jetzt Basel mit dem Schweizer Jura. Und wenn ich da rüber schwenke, wo ist jetzt gegen die Sonne, dann ist da drüben jetzt schon Frankreich mit den Vogesen. Das sind meine Gastgeber. Großartig. So sind sie angestanden für die Tickets zu der Van Gogh-Ausstellung in Basel. Ist davor. Da ging es dann gerade so weiter. Das ist so ein schlauer Brunnen. Das ist am Barfüßerplatz in Basel. Das ist der Marktplatz in Basel. Jetzt steige ich gerade auf zu der Ruine Pfäffingen. Da unten liegt Basel-Esch. Ich bin jetzt von Basel-Esch auf die Burgruine Pfäffingen aufgestiegen und gehe jetzt wieder runter nach Gröllingen. Jetzt fängt es zu regnen an. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Meldingen, von Gröllingen nach Meldingen. Da ist das alles in Felsen eingekaut und gemalt. Das geht bis da rüber. Da sind dann so Gedenksteine. Ich laufe jetzt an der Schattalschlucht entlang. Es geht da unten bergauf jetzt. Das ist das Kloster Beinwild. Bibliothek. Das ist der Kreuzgang im Kloster Beinwild. Ich war in Zimmer Timon. So war das Tierschloss. Das war das Zimmer, wo ich zwei Nächte geschlafen habe. Das ist heute ein Dankesfest für die Förderer von dem Kloster Beinwil. Und da ist einer da mit einer Pizzabäckerei, eine fahrbare. Er ist der Chef vom Kloster. Ja, gut. Gut. Dieser hat ich auch schon nach Rom gelaufen, auch schon den Jakobsweg. Das Kloster hat auch eine Landwirtschaft dabei und oben ist der Friedhof. Das ist ein Grabschmuck, der mir gefällt. Ich habe jetzt die hohe Winde erreicht. Da sagen sie, das sei ein wunderschöner Aussichtsberg. Aber seit ich vom Kloster Beinwil weg bin, regnet es unaufhörlich. Von da oben, wie ich gestern runterkomme, muss so darüber laufen und dann runter. Und in diesem Hof hat eine Frau rausgeschaut und hat mir einen Kaffee angeboten. Und in dem Hof hier, da habe ich geschlafen. War gutes Essen, prima was. Ich bin jetzt auf dem Abstieg vom Weißenstein. Es geht so mäßig steil runter nach Solothurn. Und so sehe ich heute erst bald den Schweizer Jura. Das ist die Kirche in Oberdorf. Ich bin jetzt auf dem Abstieg vom Weißenstein. Saumäßig steil. Und komme jetzt dann nach Solothurn. Das ist ein Solothurn, ist das Baseltor. Ich bin jetzt in der Ursenkathedrale.
ist das Rathaus. Das ist der Marktplatz. Ich bin jetzt in der Jesuitenkirche. Das hier ist der Zeitglockenturm. Das davon ist das Biltor, der Burristurm und die reformierte Kirche. Ich verlasse jetzt Solothurn und gehe Richtung Biebericht Burgdorf. Oben ist der Weißenstein mit dem Kurhotel. Da ist der Motor noch an. Ich erreiche jetzt Kirchberg und habe ungefähr noch 5 Kilometer bis Burgdorf, Bettwil. Da werde ich übernachten. So, ich habe Burgdorf erreicht. Ich glaube, ich werde jetzt 30 Kilometer dauernd an der Emme entlang laufen. Jetzt muss ich aber nochmal, ich weiß nicht, wie weit ich glaube noch 2 Kilometer, bis sie runterkommt. Die Burg in Burgdorf. Von Bettwil, von meiner Unterkunft, sehe ich jetzt so nach Burgdorf runter. Ich habe bei Urs und bei Elisabeth Matti. Matti? Ja. Matti? Nein, mein Werner und Elisabeth. Wie heißt der? Werner. Werner, ja. Habe ich übernachtet und war ganz lustig. Ja. Das ist nochmal Burgdorf am nächsten Morgen. Ich gehe jetzt.